Wir Gartenbesitzer haben es ja jetzt in Zeiten von Corona eigentlich noch gut. Wir können an der frischen Luft arbeiten, wir können für Blüten sorgen und für saftiges Grün. Gerade der Rasen braucht ja jetzt im Frühling nach dem Winter besonders viel Fürsorge. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr den in eine saftig grüne Fläche verwandeln könnt. Ey, die ist lecker. Das ist fett. So ein sattgrüner Rasen, der begeistert eigentlich jeden, also fast jeden Gartenbesitzer. Und es ist auch gar nicht so schwer hinzubekommen. Ich zeige euch jetzt mal meine 6 Rasenpflegetipps fürs Frühjahr. Tipp Nummer 1, mähen. Das wichtigste Prinzip beim Mähen ist eigentlich ganz einfach. Je öfter, desto besser, mindestens einmal die Woche. Welchen Rasenmäher ihr am liebsten verwendet, das ist natürlich Geschmackssache und hängt auch von der Größe der Fläche ab. Also bei einer großen Fläche vielleicht ein Elektromäher und hier auf meiner kleinen Fläche, da nehme ich einen Spindelmäher. Denn im Schrebergarten, da ist die Rasenfläche sehr überschaubar, der ist schön leise und ich kann so richtig was für meinen Körper tun. Kommst du hier? Auf welche Rasenlänge sollte man mähen? 3 bis 5 cm. Ganz wichtig, bei sehr großer Hitze und großer Trockenheit nicht zu kurz mähen. Denn die Halme, die beschatten sich gegenseitig und dann trocknet auch der Boden nicht so schnell aus. Fritz, geh mal zur Seite, geh mal zur Seite. Schritt Nummer 2, vertikutieren. Vertikutieren, was bedeutet das? Eigentlich ganz einfach, man möchte Filz, Moos, alles, was dem Gras so die Luft zum Atmen nimmt, möchte man rausholen. Das ist auch Konkurrenz und das wächst dann einfach nicht so gut, das Gras. Also nimmt man zum Beispiel so einen Handvertikutierer, hier für kleinere Flächen. Wer das nicht hat, kann auch normalen Drahtmetallrechen nehmen. Mit dem kann man das auch ganz gut rausziehen. Und wer eine sehr große Rasenfläche hat, der kann sich vielleicht einen elektrischen Vertikutierer im Baumarkt ausleihen. Man macht das so zweimal, also maximal zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, weil es ist schon ganz schön Stress für den Rasen. Man muss da auch sehr gründlich sein. Also einmal längs und einmal quer über den Rasen, wie so ein Schachbrettmuster und dann alles gründlich runterrechen. So, das war's jetzt längs und jetzt schachbrettmusterartig quer dazu. Und dann gründlich mit dem Rechen nochmal drüber gehen. Fritz, passt auf. Das kann man sich ja vorstellen. So ein Riesenberg an Filz und Moos aus dieser kleinen Fläche, dass da das Gras weder atmen noch wachsen kann. Schritt Nummer 3, aerifizieren. Das bedeutet, Luft in den Boden bringen, gerade bei sehr dichten, sehr lehmhaltigen Böden wichtig. Da kommt nicht genug Luft rein, damit auch nicht genug Luft an die Wurzeln der Gräser und dann wachsen sie nicht mehr gut. Man erkennt das manchmal, wenn das Wasser nicht mehr abfließt, dann kommt auch keine Luft in den Boden. Und es geht ganz einfach, man nimmt hier so eine Grabegabel und macht immer in einem gewissen Abstand von einer Gabelbreite leicht reintreten Löcher in die Oberfläche. Immer schön Löcher in die Oberfläche und damit die Löcher sich nicht schließen,
wenn ich die Gabel wieder rausziehe oder nach einem Regen zum Beispiel, muss Sand rein. Dann werden die wie so kleine Luftschleusen offen gehalten. Einfach mal so ein bisschen drüber schütten. Ruhig ordentlich. Braucht man gar nicht sparsam sein, wenn man genug Sand hat. Und dann mit einem Besen den Sand in die Löcher einkehren. Wie bei Fugen zum Beispiel. Schön den Sand in die Löcher einkehren. Und so bekommt er wieder Luft und kann viel besser wachsen. Schritt Nummer 4, düngen. Und zwar richtig und gleichmäßig düngen. Jetzt nach der ganzen Tortur im Frühjahr braucht er natürlich Stoff. Und da benutzt man einen stickstoffhaltigeren Dünger. Also nicht wie im Herbst einen kaliumbetonten, sondern einen stickstoffbetonten. Stickstoff ist für die Blattmasse zuständig und sorgt dafür, dass viele breite grüne Halme entstehen. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie ich meinen Rasen im Herbst gepflegt und behandelt habe, dann könnt ihr hier oben rechts das Video anklicken und euch das Video anschauen. Wie viel Dünger ihr auf welcher Fläche ausbringen müsst oder solltet, auch das steht hier auf der Packung drauf. Und wenn ihr gut gleichmäßig werfen könnt, dann könnt ihr das natürlich machen. Aber wenn nicht, dann empfehle ich euch hier so einen Düngerwagen oder Streuwagen. Die Menge, die man hier reinfüllt und die unten rausrieselt, die kann man hier einstellen. Auch die ist von Dünger zu Dünger verschieden. Und wie viel da rausrieseln soll, steht auf der Packung und dem Wagen. Die Frage, wie oft ich düngen soll, auch die steht hier auf der Packung drauf. Das ist völlig unterschiedlich von Rasendünger zu Rasendünger. Prinzipiell gilt, bloß nicht zu viel und nicht zu häufig düngen. Denn der Boden wird sehr, sehr salzhaltig durch diesen Rasendünger. Und wenn ich zu viel Salz im Boden habe, dann will sich quasi die Konzentration ausgleichen. Und das zieht das Wasser aus den Halmen raus. Und die werden braun und gelb, sehen unansehnlich aus. Und das will man ja auf gar keinen Fall. Schritt Nummer 5, nachsäen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich die Rasensamen zum Nachsäen mit Sand mische, das einfach viel, viel besser ausbringen kann, viel gleichmäßiger. Gut durchmischen, dass es schön durchgewühlt ist. Und werfen. Es gibt auch Nachsaaten, also Rasensamen mit einem Dünger und mit irgendwas, was ihn dann noch schneller wachsen lässt. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass man auch ganz normalen Rasensamen nehmen kann. Da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Geduld, aber das ist ja kein Problem. Wenn ihr die Rasensamen dann schön gleichmäßig ausgebracht habt, dann empfehle ich euch, die Fläche noch mit Erde abzudecken. Dann kommt zum einen der Wind nicht so gut an die Samen ran, die Vögel picken sie nicht weg und der Rasen wächst auch schöner. Schritt Nummer 6 und damit auch unser letzter Schritt, gießen. Und was beim Gießen wirklich sehr, sehr wichtig ist, es muss regelmäßig sein. Wenn die Samen einmal gekeimt haben, wenn diese kleine Keimwurzel einmal erschienen ist, dann darf die keinesfalls trocken werden. Denn wenn das passiert, hat es gar keine Chance, dann ist der Samen tot. Da ist auch nichts mehr zu machen. So, wenn ihr noch mehr Tipps von mir haben wollt und noch mehr Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier rechts oben. Da könnt ihr draufklicken und wenn ihr noch Ideen habt oder Anregungen für mich, dann schreibt mir das doch unten in die Kommentare. So, Fritz, willst du auch eine kleine Dusche? Wo bist du denn?